Stille. Das gesprochene Wort zerreißt die Stille. Erst legt es sich auf sie, dann über sie, in sie hinein. Und wenn es nicht aufhört zu reden, zertrennt es die Stille. Es ist keine Stille da. In der Stille kommuniziere ich mit den Vögeln, den Bäumen, den fliegenden Insekten, den Katzen, die gerade hier sind, aber auch mit der Fahne und diesem kleinen klingenden Ring, kommuniziere mit dem Himmel, den Bergen, sehr schön, wenn man sich in einer angenehmen Ruhe befindet. Es ist nicht die absolute Stille, wie jetzt das im Garten. Es sind hier unzählig viele Geräusche zu hören, aber keine vom Menschen verursachten Geräusche. Und das ist eine sehr schöne Ebene. Eine Stille, die einen aufnimmt und einen Türen und Tore öffnet, zu Seelenempfinden, dem Empfinden von Seligkeit,
von anderen Seelen. Das geht in dem Lauten meistens unter. Im Alltag, unserem Alltag, geht es sehr oft unter. Mit Beschallung, Gedudel, endlos vielen Geräuschen und auch natürlich endlos vielen Worten. Da kommt diese seelische Ebene zu kurz. Und das ist sehr, sehr, sehr schön, es bewusst wieder zu erleben und sich solche Momente zu suchen oder sie entstehen zu lassen, weil es diesen gedanklichen Austausch gibt und auch damit verbunden auch einen gefühlsmäßigen Austausch mit allem um uns herum. Auch etwas, was die Seele berührt. Und da hat man das Gefühl, es ist weniger Materie. Man erhebt sich sozusagen ein bisschen, unser Geist erhebt sich ein bisschen aus der Materie heraus. Es ist mehr Geist, weniger Materie, weniger Festhalten, mehr Fliegen, Freiheit. Das ist wunderschön. Es gibt, ich habe mal einmal gelesen in irgendeinem Beitrag, sozusagen eine Sichtweise oder eine Theorie, dass die Erde, der Planet Erde, durch diese Handlung des Menschen sozusagen immer mehr in die Materie verfallen ist. Eigentlich zu der kosmischen Familie gehört und immer weiter abgesackt ist durch das laute Gepoltere der Menschen. Habgier, Macht, Gier, Neid, Eifersucht, alle möglichen negativen Seiten, die der Mensch, oder Möglichkeiten, die der Mensch vornehmlich sozusagen herausbringt. Obwohl er eben so viele schöne oder vielleicht sogar mehr schöne Seiten hat. Und jetzt kommen wir vielleicht auch in eine Phase, wo wir die Gewichtung verschieben können und uns vielleicht auch mehr das Schöne sozusagen ins Leben bringen, unsere schönen Möglichkeiten, die wir auch als Mensch haben. Und das heißt auch Wahrnehmung unbedingt, das heißt Wahrnehmung von anderen, das heißt unbedingt unsere große Fähigkeit, dass wir uns geistig in anderes hineinversetzen können, in andere Lebensformen, in andere Menschen, in das, was jemand empfindet, wenn ihm dieses oder jenes widerfährt. Dadurch sind wir fähig, mitzuempfinden, Mitleid zu empfinden. Aber auch das Gegenteil davon. Wir können uns mit anderen freuen, wenn wir uns hineinversetzen. Und das ist ein Reichtum. Und ich glaube nicht, dass es alle Wesen haben. Das ist ein, aber unsere Fähigkeit. Und die, weil wir uns hineinversetzen können, in anderes empfinden, sind wir auch in der Lage zu beurteilen, ob wir das möchten oder nicht, selber erleben möchten oder nicht, weil wir auch empfinden, ob es weh tut, Schmerz ist, ob es etwas einfach nur Leiden ist. Und wenn ich weiß, dass es nur Leiden verursacht, kann ich als Mensch sagen, ich möchte nicht diese Verursachung von Leiden. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir dieses Potenzial mal ausschöpfen und diesen Reichtum daraus lernen, aus diesen Möglichkeiten, die wir haben, lernen und Konsequenzen daraus ziehen. Und das ist wunderbar. Und diese Momente, in denen man erlebt, dass man mit allem verbunden ist und auch merkt, dass selbst in der Stille es noch eine Kommunikation gibt, ein Austausch von dem Ganzen und auch in der Stille ein Leben ist, dann befinden wir uns auf dieser geistigen Ebene. Das ist ja schön, so zu denken, so zu empfinden, weil auch dieses Empfinden, und wenn man dann auch aufhört zu reden, aber ich möchte es jetzt mitteilen,
dann ist es toll. Man schwebt wirklich für Sekunden und das sind die schönsten Sekunden des Lebens, dieses wirklich friedliche Einssein und tiefe Empfinden von Harmonie, Seligkeit, das ist die Seele. Selig sein. Seelenglück, ja. Okay. Das berührt mich. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, es zu sagen. Und es ist auch wichtig, dass es einen berührt.